Doch, Leute, es geht wieder weiter mit Star Boon. Und wir hängen gerade mittendrin über Bäume fällen, Ressourcen sammeln und irgendwelche Giftabsonderungen zu entfernen. Warum? Weil durch die Bäume bekommen wir Kohle und mit Kohle können wir letztlich diese Viecher töten. Nein, können wir nicht. Können wir letztlich... So, weg mit dir. Mit Kohle können wir letztlich Benzin erstellen. Also Fuel, mit denen wir zu den nächsten Planeten reisen können. Jetzt muss ich bloß kurz schauen. Kann man eigentlich diese Welt umrunden? Oder ist die unendlich? Wäre natürlich cool, wenn sie unendlich wäre, aber... Was ist das schon wieder? Schade, dass man keine Granaten mehr halten kann. Ah, verdammt, ich treffe die nicht. Ah, jetzt. Einer ist tot. Einer ist tot. Jetzt komm schon. Ha, erwischt. Gut. So, jetzt werde ich in Gift landen. Nein, doch noch nicht. Fackel. Fackel, Fackel. Ah, Eisenerz. Und lauter Gift wieder, aber das ist mir jetzt ehrlich gesagt völlig egal. Ich möchte diesen Planeten nur noch verlassen mittlerweile. Ganz ehrlich. Das mit dem Gift gibt mir sowas von auf die Eier. Muss ich ganz ehrlich sein. Weil man kann hier nichts machen. Man muss immer zuerst das Gift loswerden. Halt, da ist Kohle. Aber da komme ich wahrscheinlich von drüben. Von drüben. Von drüben. Von Ernten, würden wir in Bayern sagen. Oder Teile von Bayern. Einfach gleich darüber. Irgendwie wird die Spitzhacke kaputt und es geht alles viel schneller. Vielleicht ist das das in einer kaputten Spitzhacke. Kann man die eigentlich... Habe ich da irgendwas zum Reparieren vielleicht? Nein. Okay, was ist das da? Ein Herz? Nö. Kann ich nicht. Okay, geht nicht. Aber egal. Stirb! Halt! Stirb! Entschuldigung! Aber das musste sein. Dann fällen wir auch wieder diesen Baum. Diesen Baum! Diesen Baum! Und sammeln das Holz einfach mal auf. Denn wir brauchen diese Ausrüstung. So. Da ist wieder Kohle. Meine Kohle. Meine. Und Silber. Das gefällt mir sehr gut. So. Das dürfte dann mal passen. Da ist schon wieder ein Baum. Was geht hier ab? Warum ist das alles so so ressourcenhaft. Das ist auch mal ein Wort. Ressourcenhaft. Gerade erfunden. Warum ist diese Welt so ressourcenhaft? Ressourcenhaltig heißt es natürlich. Aber das werden wir nie herausfinden, glaube ich. Außer wir fragen vielleicht mal Willy, will es wissen. Der weiß ja normalerweise sowieso alles. Oder findet es für uns heraus. Mal schauen. Doch! Ja, schlag halt! Oh, die Axt ist so zeitverzögert manchmal. Okay. Keine Bandagen mehr, das ist schlecht. Machen wir uns eben wieder welche. Haben aber nicht. Doch, wir haben einige Pflanzen. So. Haben wir wieder einige Bandagen. Und. Haben schon wieder einen Gegner am Hals. Ach, verschwinde. Volltreffer! Komm rüber! Oh, Entschuldigung. Ich wollte. Ja, weil da unten ist noch irgendwas, aber. Ich habe es jetzt leider nicht getroffen. Also die guten Viecher sind so dumm teilweise. Hey, das. Was ist jetzt da runtergefallen? Ich wollte es wissen. Ach, leck mich doch am Arsch. Schon wieder Gift. Diese nervige, giftige Kackwurst da. So, fertig. Schon können wir nicht mehr reintreten. So. Okay.
holst mir noch schnell diese. Ja, toll. Das steht ein bisschen im Weg, dann nehmen wir die. Da habe ich die Fackel zu nah dran gebaut. Vielen Dank für die Pflanzen. Vielen Dank. Wie lieb von dir. So, die Pflanze ist auch weg. Dann schauen wir gleich mal weiter. Und ich sehe wieder mal gar nichts. Ach, da ist. Da ist ein Affe. So. Man sieht ja nichts mehr. Das ist ein kleines Problemchen. Und da ist schon wieder ein Affe. Jetzt komm, Schla... Zum Teufel mit dir, Vögelchen. Also, irgendwie komisch. Manche Ausrüstungsgegenstände sind echt noch ein wenig verpackt, kommt mir so vor. Oder ich bin ja wirklich bloß zu blöd, die richtige einzusetzen. Aber wenn ich dreimal klicke bei der Axt und der kämpft einfach nicht mit dir. Der macht nichts mit dir. Das macht man echt nervig. Aber scheißegal. Wie gesagt, das Spiel ist eh noch in der Beta, kann man so sagen. Ich frage mich bloß, warum manche Spielhersteller für die Beta schon so Geld verlangen. Das kostet zwar jetzt nicht viel. Okay, getroffen. Komm! Ach! Ah! Ja, wir stammen wieder vom Schiff aus, haben wir haufenweise Geld verloren. Ja, jetzt sind wir wieder im Standard von vorhin. Toll. Gott. Wir starten mal im Schiff. Wir gehen mal nochmal kurz in die Wohnung. Holen uns da ein wenig Ausrüstung. Gut. Türe zu. Türe auf. Halt, da müssen wir rein. Zuerst einmal tun wir selber einschmelzen. Und schmeißen jetzt dann die Axt weg, weil die geht mir extrem auf die Eier. So, dann... Erstmal kurz. Halt, wir könnten da mal was schmelzen. Ich habe nämlich gelesen, wenn man dabei weggeht, schmelzt es weiter. Dann schmelzen wir mal. Das dürfte funktionieren. Wir haben nämlich noch ein paar Truhen. Diese platzieren wir. Nein, nein, das gefällt mir nicht so. Da noch eine. Dann platzieren wir noch da unten noch eine. Irgendwie. Irgendwo, irgendwas. Beim Bett halt. Wenn da Platz wäre. Wenn da Platz ist. Kann ich das da drauf? Nein, das geht nicht mehr. Schade. Ah. Okay, dann kommt es eben da rein, eben die Küchenkaste. Da können wir ein paar Ressourcen immer verstecken. Das wäre auch ein interessantes Bett. Aber ich glaube, das nehmen wir einfach mal mit. Und den Thron. Oh, göttlich. Oder müsste ich mir selber ein Palast bauen? Dazu habe ich nicht wirklich jetzt die Zeit. Könnt mir das nächste schon mal schmelzen. Danke. Da drauf. Und ein wenig Gold schmelzen. Dann hauen wir mal da einfach den Thron rein. Ja, ich habe da ein paar Gegenstände schon mal gebunkert. Da könnten wir uns Ausrüstung kaufen. Diese Waffen tun wir mal auf dem Planeten irgendwo dahin. Genau. Also den brauchen wir gar nicht. Das da ist ein Einhänder. Den habe ich mir selbst gebaut. Den brauchen wir auch nicht wirklich. Zweihänder. 11 Schaden. Ist immer noch sinnvoller als die Axt, muss ich sagen. Die Axt nehmen wir aber trotzdem mal mit. Die können wir sicher gebrauchen. Pah! Ein Wasserschwert. Aber das macht gar keinen Schaden. Schade. Hätte ich gern hergenommen. Aber wenn es keinen Schaden macht, macht es auch sehr wenig Sinn. Ein Speer.
Den könnten wir auch mal mitnehmen. Der ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. 8 Schaden. 11 Schaden. Die macht 10 Schaden. Das haben wir mal weg. Die PS. Ich glaube, ich nehme mal für den Anfang den Speer. Hau das Schwert dahin. Und was das auch immer ist. Yellow Stimpak. A Stimpak full of yellow liquid. Das tun wir mal da unten irgendwo einlagern. Scheint auch irgendwas mit Ressourcen zu sein. Silberbahn kommt darüber. Die Kohle darüber. Und da haben wir nochmal eine Kupferspitzhacke. Die tun wir mal auf den nächsten Seitenblock. Darüber, genau. Also dann dürfte das da auch eingeschmolzen sein. Die Goldbahn, die nehmen wir uns wieder. Tun sie da drauf. Und das Roherz tun wir irgendwie da aufverstauen. Auch noch kein Plan wie. So, so, so. Die Kohle darüber. Karotten. Einschmelzen. So. Dann. Das Bett können wir auch. Obwohl, ich habe ja. Jawohl, schmeiß mal da rein. Seile habe ich nie gebraucht. Tool Spawner. Tool Merchant Spawner for when you need to dig a hole. Cool, woher habe ich den? Ach, egal. Dann, das können wir brauchen. Das. Hm. Das nehmen wir mal mit. Aufs Schiff. Ja, damit sind wir ausgerüstet. Halt! Nein, nicht die Truhe, die den Ofen da. Au, halt. Ja, das dürfte es gewesen sein. Jetzt können wir mal schauen, was wir mit diesen... sag's mir. Mit dieser Spindel da drehen können. Leder 15, Snow, Infantry Helm. Nö. Okay, da gibt 0. Da wäre fast das am sinnvollsten, ne? Das nehme ich auch mal. Wenn wir schon 15 Leder haben, warum sollen wir das nicht gleich nutzen? Schaue ich jetzt bloß nach unten nochmal? Nö. Da gibt es nichts mehr. Das bauen wir uns mal. Das craften wir uns. Und dann dürfte das auch schon im Inventar sein. Wo wir es finden sollten eigentlich, aber irgendwie nicht da ist. Ah, da. So, das gefällt einem doch schon viel besser. Macht das jetzt einen Unterschied? Jo. Macht einen, aber nicht allzu viel. Dev-Bonus halt. Okay. Dann hauen wir uns das... Nein, das kommt in die Kiste. Nein, nicht hinsetzen. Kiste. In die Kiste da. Müssen wir da rauf? Schmeißen wir die Kleidung und die Waffen rein. Was wir nicht mehr brauchen. Und... tun uns jetzt mal wieder rauf, warten wir. Die Tür zu. So, rauf. Verdammt, ich hab... oh, hoffentlich ist das noch drin. Habe ich jetzt was in den Schmelzofen noch geschmissen? Ich weiß es nicht mehr. Nochmal reinschauen. Schmelzofen! Nein, weil die 1000 Holz, die schmelzen mir jetzt einfach rein. So, da war schmelzen. Wir gehen da mal rauf. Wahrscheinlich wird es da mal nicht mehr schmelzen. So, rauf. Wo wir jetzt diesen komischen Tool. So. Was kann man jetzt da machen? Gar nichts. Ich meine das da. Nicht das da. Okay. Ich glaube, das sollten wir eigentlich unten aufbauen. Gib mir das wieder.
vielleicht deshalb. Auf jeden Fall, schauen wir mal da rein, Tech. Description. Können auch nichts techen, oder? Nö, geht nicht. Okay. Ich hätte jetzt gedacht, dass man damit was anfangen kann, aber ich kapiere das nicht ganz. 3D-Printer. Was man damit machen kann. Okay, da kann man sich was sozusagen ausdrucken lassen. Tech-Slots. Das verstehe ich nicht ganz. Aber egal. Nun ja. Brauchen wir immer da eine bestimmte Anzahl bis... Full? Nein, da brauchen wir wirklich 200. Aber zuerst habe ich jetzt was viel anderes vor. Zuerst einmal dieses... diese Kohle wieder rausholen. Wie weit bist du? Oh, jetzt hast du nicht weiter geschmolzen. Okay, jetzt schmilzt es weiter. 1000 ergibt... 1000 durch 10 sind 100 Kohlestücke. Nur! Bist du nicht wahnsinnig? Das ist ja viel zu wenig. Was machen wir da ja Weile mal? Ach ja, ich wollte diese Satellitenschüssel mir nochmal craften, ne? Weil damit habe ich was in der nächsten Folge mal vor. Ich hoffe, das haut hin. Ich würde mal ein paar Bandagen machen. Weil das, was ich vorhabe, ist nicht gerade lustig. Okay, mehr geht eh nicht mehr. Wie kann man sich Glas eigentlich machen? Glasblock. Muss ich mir ernsthaft von jemandem Glas klauen, oder was? Iron. Lantern. Bla bla bla. Nein, ich suche. Wo ist das denn? Was brauche ich für diese grässliche Satellitenschüssel nochmal? Ah, Wooden Blanks. Verdammt. Ah, die schmelzen aber jetzt ein. Aber ich glaube, ich habe noch etwas Holz. Also 20 Wooden Blanks brauche ich. Craft, 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 craft. So. Dann bauen wir uns nochmal diese Satellitenschüssel. Wir brauchen ja ein gutes Fernsehprogramm. Zum Beispiel RTL. Oder RTL 2 morgens in der Früh. Frauentausch. Gott, bei Jesus, wer sich dieses Zeugs anschaut. Hallo? 100! Verflucht. Ich glaube, das packen wir nicht ganz. Pack of Dirt. So ein Pack of Dirt. Wir wollen eine Packung Dreck. Wooden Planks. Du brauchst nicht so viele Wooden Planks, wie du willst, Kinder. So. Jetzt aber. So. Ich weiß zwar nicht, was ich vorhabe, aber es muss ja irgendwie funktionieren. Mit dieser Satellitenschüssel wie vorhin. Metal Workstation. Haben wir leider nicht. Ein Molten Care. Gibt es sicher auch irgendwo. Wir brauchen zuerst das da. So, jetzt holen wir uns die Kohle raus. Vielen Dank. Halt, die müssen wir da drauf klatschen. So, dann lassen wir mal den Speer die Waffe sein. Und sehen uns dann bei mein... Halt, wir könnten noch ins Bett uns kurz legen. Ich glaube, das bringt das bessere Ende. Und sehen uns in der nächsten Folge. Also, gute Nacht. Tschüss. Tschüss.